Einen schönen guten Tag nochmal zu Frag selbst. Dietmar Bartsch ist immer noch hier und jetzt geht es um Ihre und eure Fragen. Wir haben schon einige, nehmen aber gerne auch noch mehr. Unter frag-selbst@tagesschau.de kommen die Fragen direkt bei uns hier an. Und wir starten mit der Frage von Tobias Grupe. Warum schafft es die Linkspartei nicht, die Jugend zu begeistern und wie Bernie Sanders in den USA große Menschenmassen für sich zu gewinnen? Fehlt nicht eine vollständige personelle Erneuerung der Parteispitze, so wie es die Grünen gemacht haben? Naja, also erstmal will ich dem etwas widersprechen, denn wir hatten selbst bei den negativen Ergebnissen jetzt Europa und Kommunal den höchsten Anteil bei den 18- bis 24-Jährigen. Und auch in der Mitgliedschaft ist es so, dass wir einen deutlichen Zuwachs bei jungen Leuten haben. Aber richtig ist, richtige Begeisterung, Enthusiasmus und dass das Land bewegt wird, das gibt es derzeit nicht. Das liegt auch an uns. Das hat mit unserer Präsentation zu tun. Und eines ist ganz klar, wir müssen darüber nachdenken, auch wie wir uns personell darstellen. Und da wird es Entscheidungen geben müssen im nächsten Jahr, weil die spannende Frage ist, wie gehen wir in die Bundestagswahl? Und da gibt es selbstverständlich kein Tabu. Denn unsere Inhalte sind eigentlich so gut, dass wir nicht nur deutlich, sondern sehr deutlich zweistellig sein müssten. Jonas Rieser fragt, Sarah Wagenknecht vertritt meiner Ansicht nach am besten die Arbeiterschaft mit ihrer Sozial- und Steuerpolitik sowie mit einer differenzierten Migrationspolitik. Wieso wurde sie innerhalb der Partei nicht gefördert, sondern schikaniert? Also ich arbeite jetzt seit 4 Jahren mit Sarah Wagenknecht an der Fraktionsspitze zusammen. Ich glaube, das würde sie auch sofort bestätigen, dass wir das gemeinsam gut gemacht haben. Es gab inhaltliche Auseinandersetzungen und die sind leider teilweise dann auch personalisiert worden. Damit war ich wenig glücklich, auch wenn ich die eine oder andere Position von Sarah auch nicht geteilt habe. Das ist nicht der Punkt. Aber richtig ist, wir brauchen alle fähigen Politikerinnen und Sarah Wagenknecht ist zweifelsfrei eine der herausragenden, ist die bekannteste Frau in der Linkspartei und deswegen wäre es verwerflich, wenn wir sie nicht weiterhin, so gut es geht, in die Partei, in die Spitze mit einbauen und dass sie in den Wahlkämpfen, die anstehen, eine herausragende Rolle spielt. Daniel Käs möchte gerne wissen, was wollen Sie gegen steigende Mieten und die hohe Zahl an Wohnungslosen unternehmen? Eine der ganz zentralen Fragen. Wir sind ja hier in Berlin auch in Regierungsverantwortung und haben dort einige wichtige Maßnahmen auch durchgesetzt, wie zum Beispiel den Mietendeckel. Im vergangenen Jahr sind so viele Wohnungen gebaut worden wie lange nicht mehr. Auf der Bundesebene muss es darauf ankommen. Erstens, wir brauchen viel mehr Sozialwohnungen. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt noch knapp über 1 Million haben und dass das mal mehr als 3 Millionen waren, dann ist das ein Versagen auch der Bundespolitik und der Bundesregierung. Deswegen brauchen wir ein großes Investitionsprogramm, jedes Jahr 250.000 neue Sozialwohnungen. Das drückt dann auch selbstverständlich auf die Mietpreise. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die sogenannte Mietpreisbremse, da ist das Schönste der Name, aber wir brauchen einen Mietendeckel, wir müssen teilweise oder zeitweise wirklich den Mietenstopp aussetzen. Und wir müssen selbstverständlich auch schauen, wie wir an Leute, an Planer, an Architekten, da gibt es große Defizite. Also auch hier zum Beispiel in Berlin, aber nicht nur hier. Also es ist ein riesen Aufgabenwust, der vor uns steht. Dort, wo wir Regierungsverantwortung tragen, versuchen wir das. Aber letztlich muss diese Aufgabe zentral und von der Bundespolitik gelöst werden. Aber wenn Sie sagen, Sozialwohnungen bauen, muss ich kurz einhaken. Die, das Land Berlin hat auch unter der Regentschaft der Linken Sozialwohnungen verkauft. Also in dieser Legislatur jetzt nicht, sondern gegenteilig. Aber Sie haben völlig recht und das haben wir auch eine kritische Sicht darauf. In den ersten beiden Legislaturen hat die Linke auch Wohnungen verkauft. Das war eine besondere Situation, würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles erläutern würde. Haushaltsnotlage, Verfassungsgericht hat darauf gedrängt. Aber das werden wir nicht wieder tun, sondern gegenteilig. Die jetzige Richtung, die hier gegangen wird, dass wir mehr Wohnungen in kommunales Eigentum, in Wohnungsgesellschaften, die in Landeshoheit sind, in genossenschaftliches Eigentum bringen, das ist wichtig. Ja, wir unterstützen auch, wenn das im Moment natürlich vor allen Dingen eine Symbolik ist, diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Denn der Wohnungsmarkt ist im Moment zu der Renditeanlage für Investoren geworden. Die Nullzinspolitik lässt alle flüchten in diesen Markt. Berlin ist hochattraktiv, aber genauso auch München, genauso auch andere große Städte, Hamburg. Und deswegen muss gehandelt werden. Und dieses, was Sie zu Recht angesprochen haben, sehen wir heute kritisch, sehr kritisch. Gab einen ähnlichen Fall in Dresden und wird sie in der Linken nicht wiederholen. Die nächste Frage, wieso pflanzt ein vergleichsweise armes Land Äthiopien 350 Millionen Bäume, während in Deutschland nur weitere Klimagipfel gehalten werden? Wäre es nicht besser, auch mal was zu machen und nicht in die Zukunft zu verschieben?
Völlig richtig, kann ich mit Ja beantworten. Es ist ja ganz schlimm, was aktuell zum Beispiel in Brasilien passiert. Das ist im Übrigen sogar richtig, was Svenja Schulze macht und die Förderung hier nicht weiter laufen lässt. Aber richtig, auch in Deutschland können wir viel mehr tun. Auch was Aufforstung betrifft, ein wichtiger Punkt, was Waldpflege betrifft. Aber insbesondere müssen wir dem Wald insgesamt wieder einen anderen Stellenwert geben. Wir müssen der Natur einen anderen Stellenwert geben. Ich glaube ihm nicht, und da hat der Fragesteller völlig recht, dass irgendwie der persönliche Verzicht, jeder soll darüber auch nachdenken und seine Schlussfolgerung ziehen, aber wir brauchen grundlegende Maßnahmen, damit wir nicht unsere Erde wirklich gefährden. Und dazu gehört eben auch Aufforsten, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich finde es zum Beispiel schade, wenn auch in großen Städten auch noch der letzte Baum gefällt wird, damit irgendwo gebaut werden kann. Da bin ich kein großer Freund, das mag im Widerspruch stehen zu der Notwendigkeit zu bauen, aber das sollten wir schon auch so machen, dass auch noch in 100 Jahren unser Land und auch die großen Städte bewohnbar sind. Die nächste Frage stellt der Fragesteller selbst. Das ist Jacek Schäfer-Jasinski. Grüß Gott, Herr Barsch. Wie kommt es eigentlich dazu, dass zumindest Teile Ihrer Partei so eine Affinität Putins Russland gegenüber an den Tag legen? Trotz Krim, Ukraine, Unterdrückung der Demokratie im Inneren. Ja. Also um das ganz klar zu sagen, es gibt keine Putin-Affinität. Also das, was in Russland läuft, Russland ist ein kapitalistisches Land, wo viele Oligarchen sich extrem bereichert haben, das ist völlig unstrittig. Und wir haben viele kritische Punkte, auch hier im Deutschen Bundestag haben wir zum Beispiel die Verfolgung Homosexueller beantragt, dass das verurteilt wird, vieles andere mehr. Allerdings finde ich die Politik, die Russland gegenüber von der Bundesregierung gemacht wird, falsch. Diese Sanktionen bringen uns gar nichts. Russland ist ein wichtiger Partner und wir sollten persönliche und Wirtschaftsbeziehungen fördern, damit auch die demokratischen Kräfte in Russland gestärkt werden. Natürlich haben auch wir als Linke die Annexion der Krim kritisiert. Natürlich haben wir auch die Ereignisse in der Ukraine kritisiert und mehr als das. Aber wir müssen immer auch russische Interessen zumindest kennen und daraus Handeln ableiten. Und deswegen, Sanktionen sind falsch. Ich wünsche mir, dass die Beziehungen eher intensiviert werden. Ich finde es da im Übrigen richtig, wenn Frau Merkel sagt, dass das Normandie-Format, was sie ja mal mit Frankreich und mit der Ukraine und Russland ins Leben gerufen hat, dass es fortgesetzt wird. Nur im Dialog können die Probleme bewältigt werden. Und wenn ich dann immer höre, naja, die Putin-Versteher, ja, ich bin ganz stolz, dass ich Putin verstehe, weil ich mal ein paar Jahre damals noch in der Sowjetunion gelebt hat. Wir sollten versuchen, Russland zu verstehen, ohne Missstände zu akzeptieren. Eine kritische Haltung, die Maßstäbe müssen überall auf der Welt gleich sein. Ob in Russland oder China, ob in den Vereinigten Staaten oder in der Türkei oder im Sudan. Menschenrechts, es darf kein unterschiedliches Maß bei der Bewertung von Menschenrechten geben. Eine lange Antwort von Dietmar Bartsch. Jetzt geht es um kurze Antworten. Wir haben ein Format, das heißt Sprint. Möglichst in einem Wort oder jedenfalls ganz kurz zu antworten, innerhalb einer Minute. Und die beginnt jetzt. Übernimmt die SPD Teile ihres Wahlprogramms? Ich kann das nur hoffen, wenn sie das tut. Das wäre gut fürs Land, wenn viele Dinge umgesetzt werden. Was halten Sie von vegetarischer, veganer Lebensweise? Ich persönlich halte da sehr wenig von, weil ich auch gerne Fleisch esse. Aber ich akzeptiere das sehr. Meine Tochter ist zum Beispiel Veganerin. Also nur zu. Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der Spitzensteuersatz sein? Also ich bin der Auffassung, dass der Spitzensteuersatz angehoben werden muss. Der muss wieder Richtung 50% gehen. Bei Helmut Kohl war er 53%. Das war kein Sozialist. Wie stehen Sie zu einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene? Also seit Jahren kämpfe ich für Mitte-Links auch auf der Bundesebene. Das muss aber inhaltlich untersetzt werden. Vor allen Dingen muss es erstmal numerisch reichen. Sollten Banken verstaatlicht werden? Also die Verstaatlichung von Banken kann ein Mittel sein. Leider sind sie verstaatlicht worden, als Banken am Ende waren. Aber wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen vor allen Dingen Kontrolle von Banken, dass sie ihre ursprüngliche Aufgabe wahrnehmen können. Brauchen wir die NATO? Die NATO wird ja im Moment von Herrn Trump in Frage gestellt. Ja oder nein? Die Linke ist dafür, dass sie umgewandelt wird in ein System kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russland. Wie die dann heißt, ist mir wurscht. Die kann wegen meiner auch NATO weiter heißen, aber sie muss einen anderen Zweck haben. Das war unsere Rubrik Sprint. Wir kommen wieder zu Fragen. Sie haben ja auch da schon auch im Sprint mit mehreren Worten geantwortet. Ist auch in Ordnung. Die nächste Frage von Michael Tersch. Wie wollen Sie gegen Bildung von Parallelgesellschaften, vor allem in Großstädten, vorgehen?
Das ist ein ernsthaftes Problem, gerade hier auch in Berlin, wo auch der Senat, der regiert, Probleme mit hat. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist das Thema Bildung. Wir müssen wirklich bei den Heranwachsenden dafür sorgen, dass sie gleiche Chancen haben, dass sie die Sprache, auch die deutsche Sprache, erlernen und dass auch deutsche Kultur zumindest bei ihnen eingeht. Da hat die Politik in den letzten Jahren, und da meine ich jetzt alle, da zeige ich nicht auf andere, offensichtlich versagt. Wir müssen dafür sorgen, gerade bei den Heranwachsenden, da gibt es die Chance noch. Bei denen, die 70 plus sind, wird das nicht mehr gelingen. Weshalb denkt die Linke, es sei gut, noch weniger Ausgaben für die Bundeswehr in Kauf zu nehmen? Fast keiner der Panzer, Helikopter oder Flieger ist einsatzfähig und die Umstände sind auch nicht besser. Naja, entschuldigen Sie, die Sache ist die, wir hatten 2014 32 Milliarden im Verteidigungsetat, haben jetzt 43 Milliarden, 11 Milliarden gesteigert. Wenn das, was Ziel ist, 2%, kommen wir auf 85 Milliarden, würden am drittmeisten auf der Welt ausgeben. Und mir muss mal einer erklären, warum. Ich bin für eine ordentliche Ausstattung, aber wir sehen ja all die Skandale, die in der Bundeswehr abgelaufen sind. Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, die unser Land zu verteidigen hat und keine Interventionsarmee. Und deshalb bin ich gegen dieses 2%-Ziel, bin für eine ordentliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, aber nicht im Sinne der Intervention in die ganze Welt. Fleischkonsum hat einen Anteil von über 50% an der Erderwärmung, sagt Max Korall. Ob das nun stimmt oder nicht, wann wird Fleisch endlich so besteuert, dass es als Luxusgut gilt? Also ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen und die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöhen, dann grenzen wir aus. Und diejenigen, die vergleichsweise hohe Einkommen haben, da wird es zu keiner Einschränkung führen. Und bei Menschen, die sich das eh nur wenig leisten können, wird das anders sein. Deswegen, ich bin da nicht für neue soziale Ungerechtigkeiten, sondern ich bin dafür, ja, Fleisch kann auch ein Luxusgut sein, aber nicht, indem man es für diejenigen, die weniger Einkommen haben, unerschwinglich macht. Das muss via Tierhaltung anders sein, das muss auf anderen Wegen laufen. Aber ich bin dagegen, jetzt zu sagen, wir machen das da nur teuer. Wir müssen da einmal auch an die gesamte Welt denken, denn da gibt es ganz viele, für die heute schon Fleischkonsum undenkbar ist. Die nächste Frage kommt wieder per Video. Malte Mönster stellt die. Hallo Herr Bartsch. Sie sind der Vorsitzende einer Fraktion, in der Abgeordnete sitzen wie Heike Hensel, die sich offen solidarisch zeigt mit einem Autokraten Nicolas Maduro. Oder jemand wie Dieter Dehm, der einen neunfachen Mörder und RAF-Terroristen für sich arbeiten ließ. Warum arbeiten Sie weiterhin mit solchen Leuten in Ihrer Fraktion zusammen? Vielen Dank und liebe Grüße. Naja, also erstmal ist es so, Abgeordnete werden von ihren Landesparteien aufgestellt und gewählt. Und nun muss ich Heike Hensel wirklich mal verteidigen. Ja, sie hat Nicolas Maduro besucht, aber es ist doch nicht so, dass die Linke etwa solidarisch an der Seite von Maduro steht. Wir kritisieren, wie die US-Amerikaner dort eingreifen, einen Präsidenten anerkennen, wo ich jetzt frage, was ist eigentlich dort in den letzten Monaten gewesen? Aber Venezuela ist wahrhaftig kein sozialistisches Land. Da ist der Maßstab, dass es den Menschen in ihrer großen Masse besser gehen muss. Das ist dort nicht der Fall. Wir sehen das sehr, sehr kritisch. Aber das darf man nicht zusammenführen damit, dass man etwa das, was die Vereinigten Staaten dort machen, akzeptiert. Also Solidarität, das kann man nun wirklich nicht sagen. Da verteidige ich Heike Hensel. Und was Dieter Dehm und den Herrn Klar betrifft, den er eingestellt hatte mit einem Honorarvertrag. Nun ja, es wird immer darüber über Resozialisierung gesehen. Ich habe das damals weder gewusst, noch habe ich das unterstützt. Ich finde, darüber kann man streiten. Ich habe mit Dieter Dehn darüber auch geredet. Meines Wissens ist er auch in unserer Fraktion und auch bei ihm in der Fraktion sowieso nicht. In der Fraktion ist da niemand angestellt, sondern der war bei ihm persönlich angestellt. Das kann ich auch keinem vorwerfen. Aber nach meinem Kenntnisstand ist er, glaube ich, bei Dieter Dehn jetzt nicht mehr beschäftigt. Thomas Krähe fragt, Sie haben viele aktive Mitglieder, die sehr systemkonform in der DDR gelebt haben und aktiv das System unterstützt haben. Warum trennen Sie sich nicht von solchen Mitgliedern, um die Aufarbeitung klarzumachen? Also wissen Sie, das ist 30 Jahre her, dass das Ende der DDR war. Und diejenigen, die damals 30 waren, sind heute 60, so wie ich. Und von den Systemkonformen, also ich kann mir ja den Anteil derjenigen, die überhaupt nur Mitglied waren in der Staatspartei der DDR, in meiner Fraktion, ist vergleichsweise gering. Das ist eine These, die gern immer wieder gesagt wird, nur trifft sie in der Wirklichkeit wirklich nicht mehr zu. Es sind weniger als 10% der Mitglieder, die auch in der SED waren. Und das sind dann so Leute wie Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und ähnliche. Ja, das kann man kritisch sehen, aber wir sind diejenigen, die sich damals der Auseinandersetzung gestellt haben, die den schweren Weg der Erneuerung gegangen sind und die heute auch mit einigem Stolz sagen, wir haben das geschafft, auf einer marxistisch-leninistischen Staatspartei, eine demokratisch-sozialistische Partei links der SPD zu machen.
sind eure und ihre Fragen. Deswegen gibt es hier auch keine Nachfragen. Aber das Thema SED und alles, was damit zu tun hat, bewegt unsere User. Da gab es sehr, sehr viele Fragen. Eine zum Beispiel von Vincent Burgmeier. Herr Bartsch, wo ist das restliche SED-Vermögen? Ach, eine meiner Lieblingsfragen. Und da ich damals Schatzmeister war, ich kann das jetzt die restliche Zeit damit ausfüllen. Ich will das aber versuchen, kurz zu machen. Erstens habe ich selbst unterschrieben, notariell auf alles Auslandsvermögen verzichtet, schon im Jahre 1993. Da ist nichts mehr und darauf ist verzichtet worden, ist dem Haushalt der Bundesrepublik zugeführt worden. Und zweitens wird ja immer gerne gesagt, es sind Milliarden verschwunden. Wo denn? Das ist eine These, die absolut nicht stimmt. Wir haben einen rechtskräftigen Vergleich zu allen Vermögensfragen abgeschlossen. Da sind ganz wenige Vermögenswerte bei der Linken oder damaligen PDS geblieben. Alles andere ist in den Haushalt geflossen und ist in den Aufbau in den neuen Ländern gegangen. Wenn da immer erzählt wird, dass da Milliarden fehlen, ist das grober Unfug, weil wir uns in dem Vertrag, der damals geschlossen ist, verpflichtet haben, sollte irgendwer, irgendwo, auch nur einen Euro, damals noch eine Mark, Altvermögen finden, wird die Linke das nicht nur zurückgeben, sondern das Dreifache an Strafe zahlen. Es hat bis heute, obwohl der Vertrag im Jahre 1995 auch von mir mitgeschlossen worden ist, bis heute, also inzwischen sind das 25 Jahre danach, niemand auch nur einen Euro etwa darlegen können. Also, das ist ein Argument, was von unseren politischen Konkurrenten immer wieder ins Feld geführt wird. Aber jeder, mit dem ich darüber im Konkreten dann auch gerne länger rede, ist danach und sagt, okay, es gibt keine, ich wiederhole, keine Anzeichen der Art und es gibt null, was etwa der Partei zur Verfügung steht. Wenn es dort irgendwann in 89 kriminelle Dinge gegeben hat, das kann ich nicht abschließend einschätzen, das kann aber niemand einschätzen, dann ist es eine Aufgabe von Gerichten und wir werden dort im Zweifel sogar hilfreich zur Verfügung stehen. Christopher Kulling fragt, duzen Sie jemanden in der AfD? Nein. Ihre Meinung zum Rezo-Video? Das Rezo-Video hat ja alles konterkariert, was man sonst über dieses Medium sagt. Es war unendlich lang. Ich habe es mir angehört und habe gedacht, vieles, was der sagt, könnte auch aus Programm der Linken sein. Und ich fand das durchaus interessant. Aber ich sage ganz auch, das kann niemanden etwa entbinden von der politischen Auseinandersetzung, die wir zu führen haben. Ich fand das ein interessantes Format, habe es mir dann wirklich von Anfang bis Ende reingezogen und dachte, Menschenskinder hätten wir auch machen können. Leon Krause fragt, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte bei der Integration von Geflüchteten und wie wollen Sie die umsetzen? Der entscheidende Punkt ist, dass diejenigen wirklich die Chance zur Integration haben. Und das heißt natürlich das Thema Sprache, das heißt das Thema Arbeitsplatz und das heißt das Thema in die Gesellschaft mit all ihren Vorzügen und auch ihren Problemen an dieser Gesellschaft teilhaben zu können. Diese Aufgabe ist Ziel, das ist schnell ausgesprochen, das ist im Konkreten hin und wieder auch sehr schwer. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die auf diesem Feld höchst engagiert sind, im Übrigen aus nahezu allen Parteien, auch bei der Union, auch bei der Linken und so weiter. Vielfach läuft das gut. Dass es Probleme gibt, darf man auch als Linker nicht leugnen. Das sehen wir immer wieder. Das gehört dazu. Dazu muss man stehen. Da muss man auch eine klare Haltung zu haben. Aber wichtig ist, dass die Kommunen so ausgestattet sind, dass sie diese Integrationsleistung auch wirklich vollbringen können. Wie sähe die Reform der EU aus, wenn die Linke es allein zu entscheiden hätte? Naja, die EU ist ja in einer schweren Krise. Wir sind leider im Moment nicht die Europapartei. Wichtig ist, dass diese EU ein Europa der Menschen wird. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir immer wieder gesehen haben, Banken sind gerettet worden, auch in Milliardenhöhe. Wir sehen eine Militarisierung der Europäischen Union und wir sehen leider nicht, dass zum Beispiel bei der gewaltigen Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern wirklich etwas getan wird. Deswegen, wir brauchen ein soziales Europa und dieses soziale Europa muss man zum Beispiel auch über Standards, was Mindestlöhne betrifft, über Standards, was Versicherungssysteme betrifft, das muss man angehen. Das ist eine große Herausforderung. Das geht nur mit den Menschen, aber diese Debatte müssen wir führen. Und das, was jetzt abgelaufen ist, bei der Wahl der EU-Präsidentin, das hat alles konterkariert. So darf es genau nicht sein, denn diejenigen, die gewählt und die kandidiert haben, die müssen am Ende auch die entscheidenden Aufgaben in der Europäischen Union wahrnehmen. Alexander Busch fragt, wie stehen Sie und Ihre Partei zu den Protesten in Hongkong und den massiven militärischen Gebaren der Zentralregierung in Peking? Bisher gibt es kein militärisches Gebaren. Ich habe das also auch via Kamera gesehen, dass dort offensichtlich Panzer aufgefahren sein sollen. Fakt ist, das Demonstrationsrecht ist eines, was überall gilt und das ist überall zu verteidigen. Ich kann die Details dort nicht einschätzen, aber Hongkong hat
ist eine selbstständige politische Einheit, wie man so schön sah. Die Rechte sind verbrieft. In Hongkong muss selbstverständlich freies Wählen möglich sein und selbstverständlich muss das Demonstrationsrecht geachtet werden. Das, was dort an Gewalt gelaufen ist, unterschiedlicher Couleur, das ist nicht zu akzeptieren. Wird sich die Linke irgendwann mal öffentlich von der Antifa und anderen linksradikalen Gruppen distanzieren? Also, ich glaube, dass doch die Mehrheit der Menschen in Deutschland Antifaschisten sind. Und das möchte ich auch so, dass es erhalten wird. Die Antifa gibt es im Übrigen nicht. Das ist wirklich sehr, sehr differenziert. Ich kenne Menschen in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, mit denen ich im Übrigen sehr gerne zusammenarbeite. Ich habe auch Dinge gesehen, die ich inakzeptabel finde, weil Gewalt gegen Personen und auch gegen Sachen lehne ich ab. Aber etwa eine Distanzierung, die würde ich keinesfalls akzeptieren, weil auch hier gibt es Differenzierung. Hier muss man sich von Gewalt distanzieren, aber nicht von der Antifa. Dietmar Bartsch, das waren 20 Minuten Frag selbst. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.